Ja, willkommen zurück zum VMware Expert Talk zum Thema IT-Security mit Marc. Ja, Marc, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Dingen gehört zum Thema IT-Security, IT-Security-Lösungen. Ich denke, es ist ein immer stärker wachsender Markt, immer weitere Herausforderungen, auch wenn ich an die neuen Möglichkeiten, neuen Technologien denke, wie zum Beispiel IoT. Milliarden von IT-Geräten sehe ich gerade vor mir, die zu schützen sind. Nicht nur das, wir haben auch die DevOps-Fraktion, die immer mehr Container rausbringt und diese Container müssen auch geschützt werden. Dazu haben wir außer der Bedrohungslage, die immer wieder steigt, auch Regulatorien. Du weißt ja, seit letztes Jahr ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Wir haben das Kritis-Thema, also kritische Infrastrukturen besser zu schützen mit dem Stand der Technik von heute. Ja. 5G. Es gibt auch Themen wie jetzt zum Beispiel autonomes Driving. Wenn man sich das mal vorstellt, was das in der Security bedeuten würde. Ich meine, wenn da Fehler vorliegen und das Auto fährt dann entsprechend gegen die Wand, das kann dann niemand verantworten. Und das gilt alles abzusichern. Da müssen, glaube ich, Unternehmen jetzt einfach strategisch umdenken, ne? Und sich ausrichten. Und ich glaube, wer jetzt den... Ich denke, wer das jetzt noch nicht verstanden hat, für den ist das fast schon zu spät. Ja. Denn die Hacker sind heutzutage sehr schlau unterwegs. Sie nutzen schon AI oder Machine Learning entsprechend, um ihre Attacken noch schlauer zu fahren. Das ist, wie wir gelernt haben, ein großes Business. Und es wird mit den besten Technologien versehen sein. Da müssen sie Unternehmen schützen. Wie positioniert sich VMware da? Was siehst du da? Was ist Security für VMware? Security ist bei uns Chefsache. Was meine ich damit? Pat Gelsinger hat diesen Move in Security vor vielen Jahren vollzogen. Er hat jetzt nochmal bestätigt auf der VMworld in Amerika, dass er diese Security transformieren wird und wenn es das Letzte ist, was er tut. Also das heißt, es wird von oben herab bei VMware gelebt und wird in allen Lösungen integriert. Was ja auch unsere jüngste Akquisition, ne, mit Carbon Black zeigt. Unterstreicht er eigentlich deutlich diesen Gedanken, dass er einen Partner akquiriert mit einer Lösung, die wir dann wieder hinzufügen können und auf unsere Gesamtstrategie anwenden können. Auch, also ich denke auch von der Wertigkeit her, eine der größten Akquisitionen überhaupt, die VMware hier getätigt hat. Definitiv, 2,1 Milliarden, Sie haben 4.500 Mitarbeiter, über 5.000 Kunden und was Sie aber haben, Sie haben eine gute Lösung. Sie benutzen zum Beispiel in Ihrer Big Data Analysis künstliche Intelligenz, Machine Learning, um Threats zu identifizieren und diese schon präventiv anzugehen. Ja. Das verstärkt eigentlich nochmal unsere Security-Strategie. Jetzt ist VMware ja auch ein großes Unternehmen, ne? Mehr als 20.000 Mitarbeiter. Auch da hat man natürlich sich mit dem Thema Security für VMware beschäftigt und hat vor ein paar Jahren ein Projekt gestartet. Genau. Das nennt sich VMware on VMware. Damit versuchen wir einfach, die Lösung, die wir selber predigen, auch entsprechend umzusetzen. Wir hatten selber einen großen Zoo an Security-Herstellern bei uns im Unternehmen, waren bis zu 80 Lösungen, die wir betrieben haben. Wir haben dann in den ersten Phasen das reduziert auf die Hälfte und können jetzt mit der Einleitung der weiteren Phasen diese Security-Hersteller auf unter 20 reduzieren. Und es hat natürlich dazu geführt, dass wir die entsprechende Flexibilität haben, die wir durch Automatisierung gewonnen haben und auch nochmal entsprechende Kosteneinsparungen. Ja, Marc, ich denke, zusammenfassend kann man sagen, es kann heutzutage keine vernünftige Umsetzung einer Unternehmensstrategie mehr geben, ohne eine fundierte IT-Security-Strategie. Das haben wir auch bei VMware verstanden und haben Security zu einem integralen Bestandteil unserer Vision gemacht. Definitiv. Wir haben Security integriert in allen unseren Lösungen und wir können Security bieten vom Device über das Rechenzentrum bis hin zur Cloud. Ja. Vielen Dank für deine Einblicke und danke für das Gespräch, Marc. Sehr gerne.